Hey, schön, dass ihr da seid. Ich möchte in diesem Video so ein bisschen zurückblicken auf das Jahr 2023 und was da alles passiert ist, fotografisch und auch privat, denn das Jahr war ziemlich aufregend für uns. Ich gehe mal kurz auf meine privaten Highlights ein, das geht dann relativ fix und dann schauen wir uns die Fotos an. Meine Frau und ich, jetzt Frau, haben Ende letzten Jahres in ganz kleinem Rahmen noch geheiratet. Wir erwarten unser zweites Kind. Das kommt jetzt Ende Januar, soll Ende Januar kommen. Wir warten eigentlich nur darauf, dass es soweit ist. Und das ist wahrscheinlich dann eher ein Highlight für dieses Jahr. Aber so eine Schwangerschaft geht ja immer relativ lang. Und deswegen hat die Schwangerschaft auch das ganze letzte Jahr so ein bisschen mitgeprägt. In Mitte letzten Jahres war ich im Podcast bei Thomas Schwert eingeladen. Das hat mich sehr gefreut. Das war eine richtig schöne Unterhaltung, die wir hatten. Wenn ihr da Interesse dran habt, dann schaut da auf jeden Fall mal rein. Wir haben natürlich super viel über Fotografie gesprochen, aber auch so ein bisschen über alles Mögliche. Zum Beispiel, was ich studiert habe, warum es so lange gedauert hat und warum ich es dann am Ende doch nicht beendet habe. In dem Zuge hat Thomas mir auch erzählt, was er studiert hat und es auch nicht beendet hat. Und das war auf jeden Fall eine recht aufschlussreiche Erkenntnis für uns beide. Ich habe Ende letzten Jahres noch ein Video zusammen mit OM System gemacht. Das hat mich auch sehr gefreut, denn das war ein cooles Projekt. Ich konnte die OM5 mit ein paar Objektiven eine ganze Weile testen und ich habe mir da so eine eigene kleine Challenge draus gemacht und habe die Kamera 30 Tage, ungefähr 30 Tage, ein bisschen länger sogar, einfach überall hin mitgenommen und habe geschaut, was dabei rauskommt. Und dabei rausgekommen sind sehr, sehr viele Fotos, die ich niemals gemacht hätte, wenn ich nicht immer die Kamera dabei gehabt hätte. Das war sehr cool und für mich auch so ein richtiger kleiner Aha-Moment. Denn ich war in vielen Situationen draußen, wo ich die Kamera normalerweise nicht mitgenommen hätte, weil das Wetter mir nicht gepasst hat oder die Lichtstimmung mir nicht gepasst hat oder irgendwie gar nichts mir gepasst hat. Aber ich habe die Kamera trotzdem mitgehabt und einen Haufen coole Fotos gemacht. Meine Fotos des Jahres sind dieses Jahr alle so ein bisschen persönlicher, würde ich sagen, als sonst. Beziehungsweise die Gründe, warum es meine Fotos des Jahres sind, sind so ein bisschen persönlicher. Denn ich habe mich letztes Jahr ziemlich schwer getan, in Schwung zu kommen mit dem Fotografieren. Und das hat zum einen daran gelegen, dass der Winter ewig lang ging. Der hat irgendwie gefühlt nie aufgehört. Wir hatten gar keinen richtigen Frühling und dann war plötzlich Sommer und die ganze Zeit bis dahin war es irgendwie schweinekalt. Da habe ich mich ein bisschen schwer mitgetan und generell, wenn man viel so in der Natur fotografiert und die Natur kommt nicht richtig in Schwung, dann kann er das so ein bisschen dämpfen. Und ich habe letztes Jahr irgendwie viele, viele Erkenntnisse so für mich gewonnen, die mir geholfen haben, irgendwie besser damit umzugehen. Oder ich habe Fotos gemacht, die ich normalerweise nicht gemacht hätte, weil ich sonst nicht rausgegangen wäre oder so. Und da möchte ich einfach mal so ein bisschen drüber sprechen und so eine Art kleine Lektionsstunde auch geben über all die Fotos und warum die für mich besonders waren. Und vielleicht kann auch der oder die ein oder andere von euch was daraus mitnehmen. Das hier ist das erste Foto, was ich im Januar aufgenommen habe. Und wir sind mit dem Auto hier angekommen. Wir wohnen in der Nähe von so einem Fußballfeld und da waren die Flutlichter an und der Schnee war da so ganz nett darin zu sehen. Ich hatte eine Kamera bei und ich habe versucht, das zu fotografieren. Aber wegen der langen Belichtungszeit habe ich kein richtig schönes Foto hinbekommen. Und der Schnee sah so aus, als würde er auch schon wieder weniger werden. Und dann habe ich mich gefragt, gehe ich jetzt hoch und hole das Stativ? Lohnt sich das überhaupt? War ein kleiner Weg bis nach Hause und ich musste auch noch Einkauf hochbringen und Kind war auch dabei und musste noch Jacke anziehen. Wer Kinder hat, kennt das alles. Alles dauert ewig. Und dann habe ich aber all meinen Kram gepackt und bin einfach hochgegangen, habe mir das Stativ genommen und bin einfach wie verrückt runtergelaufen, habe das Stativ aufgestellt, das Foto gemacht und 5 Minuten später hat es tatsächlich schon aufgehört zu schneien. Ich habe das Foto aber noch gemacht und das hat mich sehr gefreut, denn ich bin ein großer Fan von so minimalistischen Fotos und das trifft genau meinen Geschmack und das hätte ich nicht gemacht, wenn ich nicht den extra Weg gegangen wäre. Also Lektion für dieses Foto, geh den extra Weg, denn oft lohnt sich's. Ein wenig später haben wir dann wieder die Krötenwanderung beobachtet und das machen wir mittlerweile eigentlich jedes Jahr, denn das ist immer irgendwie schön. Das gibt fotografisch, finde ich, sehr viel her, denn alles ist voll mit Kröten. Kröten sind, je nachdem, ob man sie mag oder nicht, schön zu fotografieren. Für unsere Tochter ist das immer toll, die zu beobachten. Und so habe ich dieses Jahr einen Haufen Kröten beobachtet und so ein bisschen gefilmt und fotografiert. Und
ich habe viele Fotos gemacht, aber am Ende gibt es ein Foto, was mir so wirklich im Gedächtnis geblieben ist, und das ist dieses hier. Denn was ich an dem Foto mag, ist, dass ich so ein bisschen den fotografischen Ansatz geändert habe, wie ich die Kröte festhalte, denn ich bin besonders nah rangegangen. Ich habe das mit einem Makroobjektiv gemacht, also war ein langes Makroobjektiv, keine Sorge, ich habe der Kröte das Objektiv nicht direkt vors Auge gehalten. Das war ein 80mm Objektiv an einer APS-C-Kamera, aber ich mag, dass das Ganze so ein bisschen abstrakter ist und man im ersten Moment vielleicht erstmal gar nicht genau weiß, was man da alles sieht, aber wenn man dann genau hinschaut, dann entdeckt man so das ein oder andere Detail, und das gefällt mir sehr gut. Außerdem ist das Auge richtig schön scharf, und ich finde, die Augen sind wirklich das Schönste an Kröten, und da kann ich mich irgendwie immer so ein bisschen drin verlieren, weil die so schön bronzefarben schimmern, und ja, das ist auf jeden Fall eins der Fotos, die mir sehr im Gedächtnis geblieben sind. Die Lektion oder Erkenntnis, die ich aus diesem Foto mitgenommen habe, war einfach: manchmal muss man seinen Ansatz ändern, wie man Dinge fotografiert. Wenn man Dinge immer und immer wieder macht, dann neigt man so ein bisschen dazu, irgendwann so diesen gemütlichen und einfachen Weg zu gehen und einfach so zu machen, wie es bisher schön war. Und ich bin da auf jeden Fall nicht frei von, habe hier aber ein bisschen was anderes probiert, und es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Das nächste Foto, was ich euch zeigen möchte, wäre fast nicht entstanden. Und die Erkenntnis, die ich daraus mitgenommen habe, war: geh einfach trotzdem weiter, auch wenn alles irgendwie gegen dich zu sein scheint. Denn wir haben so ein Waldstück ganz hier in der Nähe, und man muss da ein ganzes Stück reingehen, bevor man anfängt, so in das Gebiet von den Füchsen und Rehen zu kommen. Denn in der Nähe gibt es auch Wege, wo ganz viele Hundebesitzer mit ihren Hunden langlaufen, und deswegen halten sich die Rehe vor allem gar nicht so nah am Wegesrand auf. An diesem einen Morgen aber irgendwie schon, und die haben direkt am Eingang gelegen, und ich bin um die Ecke gekommen und die sind sofort aufgestanden und weggelaufen. Und dadurch, dass ich es eh so ein bisschen schwer hatte mit der Motivation letztes Jahr, habe ich kurz darüber nachgedacht, ob ich einfach mich direkt umdrehe, wieder nach Hause gehe, mich ins Bett lege und weiter schlaf. Aber dann dachte ich mir, komm, ich habe jetzt alles gepackt und habe alles dabei. Ich gehe jetzt einfach trotzdem ein bisschen draußen rum und, keine Ahnung, wenn ich nichts sehe, dann habe ich wenigstens mich ein bisschen bewegt und einen Spaziergang gemacht. Und den ganzen Hinweg habe ich dann auch nichts gesehen. Und auf dem Rückweg habe ich dann aber gesehen, dass der ganze Weg voll war mit Spinnennetzen, die ich auf dem Hinweg nicht gesehen habe, weil die Sonne so ein bisschen von schräg hinten kam und die Spinnennetze einfach durch das Backlight deutlich sichtbarer sind. Und auf dem Rückweg habe ich dann ganz, ganz viele von diesen Spinnennetzen gesehen und vor allem dieses hier entdeckt. Und das Foto gefällt mir gut, weil zum einen das Spinnennetz schön sich abzeichnet vor dem Hintergrund. In der Mitte ist noch eine Spinne, was ich auch cool finde. Aber besonders der Gedanke, dass das Foto fast nicht entstanden wäre, einfach nur, weil ich so demotiviert direkt war, fasziniert mich irgendwie, denn das zeigt mir mal wieder, dass man manchmal einfach trotzdem weitergehen muss. In eine ganz ähnliche Kerbe schlagen die nächsten drei Fotos hier, denn die wären auch fast nicht entstanden, weil ich mich morgens nicht wirklich motivieren konnte, loszugehen. Und dann habe ich mir aber gedacht, okay, ich habe gerade erst ein Video über Motivation gemacht, um euch meine Motivationstipps zu geben, falls ihr euch mal nicht richtig aufraffen könnt. Also wäre es ziemlich, ziemlich lasch, wenn ich jetzt mich nicht irgendwie mal rausbewege, sondern nur darüber spreche und selber nicht mache. Und so bin ich dann rausgegangen und hatte eins der tollsten Erlebnisse, die man überhaupt haben kann. Ich habe in ungefähr einer Stunde erst diesen Feldhasen auf dem Weg stehen sehen, dann ein bisschen weiter habe ich das Reh hinten in dem hohen Gras gesehen, und auf dem Weg nach Hause bin ich dann sogar noch diesem Eichhörnchen über den Weg gelaufen. Und das ist schon verrückt, wie das Leben manchmal spielt, ne? Dass man manchmal stundenlang draußen sitzt und gar nichts sieht, und dann kann man in einer Stunde irgendwie alles sehen und kriegt einen Haufen Fotomotive vor die Linse gesetzt. Und ja, die Lektion dafür war: geh trotzdem raus, auch wenn du dich eigentlich nicht aufraffen kannst. Ein paar Wochen später, ich war ja jetzt klüger, ich wusste ja jetzt, die Rehe sind auch manchmal am Eingang des Weges, bin ich ganz, ganz vorsichtig in den Weg reingegangen, bin ganz, ganz leise gegangen, bin nach ein paar Schritten ein bisschen stehen geblieben, habe mich in Ruhe umgeguckt und umgehört, bin dann ein paar Schritte weitergegangen, habe dann rechts in den Wald reingeschaut, und dann stand plötzlich dieser Rehbock
direkt vor mir. Das war so ein verrücktes Erlebnis, weil der stand einfach nur da, so ungefähr 2 Meter von mir entfernt, stand einfach da, hat mich angeschaut. Ich war ziemlich erschrocken und hatte im ersten Moment auch so ein bisschen Sorge, dass der sich irgendwie zu bedrängt fühlt von mir. Aber der hat sich absolut gar nicht bewegt und wir haben uns einfach nur angeschaut beide. Das ist definitiv eins der abgefahrensten Erlebnisse mit Wildtieren, was ich so bisher hier im Wald hatte. Wir haben uns einfach nur angeschaut, bestimmt so 10, 15 Sekunden. Ich habe die ganze Zeit überlegt, was ich jetzt mache, ob ich einfach wieder rückwärts zurückgehe oder ob ich die Kamera raushole oder was. Ich hatte die Kamera schon in der Hand, habe die Kamera dann langsam hochgenommen, habe ein Foto gemacht und bin dann ganz, ganz langsam rückwärts wieder zurückgegangen und aus seinem Revier rausgegangen, habe dann einen etwas größeren Umweg gewählt und bin deutlich hinter dem wieder auf den Weg gegangen. Ungefähr eine Stunde später wollte ich zurückgehen und dachte mir, okay, der wird ja nicht mehr da sein. Warum sollte der einfach an diesem Weg, wo Hunde langlaufen und alles und Leute laut sind und die Straße ist auch ganz in der Nähe, warum sollte der immer noch da stehen? Und dann bin ich zurückgelaufen, aber ich hatte irgendwie auch trotzdem so ein komisches Gefühl. Und bin ganz langsam wieder auf diese Stelle zugegangen und kein Witz, der stand immer noch genau so da. Der stand immer noch so da, dass ich für einen kurzen Moment mich gefragt habe, ob der überhaupt echt ist oder ob irgendwer den da abgestellt hat oder was zur Abschreckung, ob das irgendwie so eine Attrappe oder so. Ich habe keine Ahnung, was ich mir gedacht habe, aber er war definitiv echt. Und ich habe dann noch ein Foto gemacht und bin wieder rückwärts rausgegangen und bin wieder in einem ganz großen Bogen außerhalb drumherum gelaufen und nach Hause gegangen. Und das war definitiv eines von diesen Erlebnissen, an die ich mich mein Leben lang erinnern werde. Und deswegen ist das auch eins meiner Fotos des Jahres. Die Erkenntnis, die ich aus dem nächsten Foto, das ich euch zeigen möchte, gewonnen habe, war, schöne Motive können überall sein und ich sollte besser auf meinen Kram aufpassen. Denn ich habe letztes Jahr einen Haufen Zeug verloren. Ich habe das schon öfter mal erwähnt, ich bin furchtbar schusselig. Letztes Jahr war dann aber doch irgendwie so die Krönung. Kein Fotos des Jahres Video ohne irgend so ein Fail. Ich weiß nicht, wer die letzten alle geschaut hat, der weiß ja, dass ich jedes Jahr irgendwie Sachen entweder verliere oder fast kaputt mache. Letztes Jahr habe ich meine Ten Tree Cap verloren. Ich habe meine bordeaux-rote Wollmütze verloren. Ich habe meinen variablen ND-Filter verloren. Und ich habe zu guter Letzt das 23mm Wildrox 1.4 verloren, was mich super ärgert. Und damit habe ich dieses Foto hier gemacht. Ich habe eigentlich immer ganz gerne eine Kamera dabei, aber habe zu oft keine Kamera dabei. Und wir wollten unsere Tochter vom Kindergarten abholen und zu Fuß gehen, weil so schönes Wetter war. Und dann dachte ich, komm, ich nehme einfach mal die Kamera mit, wer weiß, was ich auf dem Weg sehe. Und tatsächlich habe ich dann diese Feuerwanzen auf dem Baumstumpf gesehen und habe mich sehr gefreut, dass ich die Kamera bei hatte. Und das ist so ziemlich das letzte Foto, was ich mit dem Objektiv gemacht habe, bevor ich es dann wo auch immer verloren habe. Ich habe keine Ahnung. Wir sind nochmal in den Wald gefahren, wo ich dachte, dass ich damit was gefilmt hätte, aber da lag es nicht mehr. Entweder hat jetzt jemand ein neues Wildrox 23mm oder es liegt immer noch irgendwo rum. Ich habe keine Ahnung, aber ich vermisse dieses Objektiv echt, denn 23mm, vor allem mit so einer offenen Blende, ist meine absolute Lieblingsbrennweite für so Familienfotografie und so Porträtfotografie, vor allem Indoor, weil man nicht immer so weit weglaufen muss, wie zum Beispiel mit so einem 35er oder 50er an APS-C. Ja, da mag ich das 23er echt gerne und jetzt überlege ich, wie ich das in Zukunft ausgleichen werde, was ich da stattdessen kaufen werde, um wieder ein 23er zu haben. Zu den beiden Fotos hier gibt es nicht wirklich eine Lektion, außer Eidechsen sind schöne Tiere. Ich fotografiere Eidechsen super gerne. Ich habe letztes Jahr ein kleines Video dazu gemacht, wie ich das Thema angehe, wie ich die finde, wie ich die dann ablichte und worauf ich so achte. Ich finde die Fotos einfach super schön. Ich finde, die sind furchtbar clean von der Komposition. Ich mag diesen Rahmen, den das Foto hier um sich hat und generell wie farblich clean das ist, dass alles so entweder schwarz oder so sandfarben ist. Und hier bei diesem Schwarz-Weiß-Bild mag ich vor allem die Details, die die Eidechsen in ihrer schuppigen Haut haben. Und wenn ich die Fotos so sehe, dann weiß ich jetzt schon, dass ich dieses Jahr auch wieder rausgehen werde, Eidechsen fotografieren, denn ich weiß nicht, davon kriege ich irgendwie nie genug. Wir waren dieses Jahr wieder am Hemmelsdorfer See im Urlaub und
Ich habe bis dahin nicht wirklich viel Landschaften fotografiert. Das liegt daran, weil ich hier in der Gegend einfach nicht so viel habe, was mich so richtig interessiert und so richtig kickt. Aber ich nutze dann eigentlich immer ganz gern so einen Urlaub, wo man auch mal was Neues sieht, um Landschaften zu fotografieren. Ironischerweise habe ich dann da gar nicht so viel Neues gesehen, denn wir waren an dem gleichen Ort, zumindest teilweise, an dem wir letztes Jahr auch waren. Und ich hatte dann morgens so ein bisschen mit mir gehadert, ob ich nochmal rausgehe, weil ich finde, ich habe letztes Jahr die für mich perfekten Fotos an diesem See gemacht, mit diesem Steg, der da so lang geht. Und ich hatte das perfekte Licht, meiner Meinung nach. Und dann habe ich dann gefragt, ob ich nochmal rausgehen sollte oder ob ich einfach liegen bleiben sollte morgens. Und ihr seht schon, das ist irgendwie so ein Thema, was sich durch mein ganzes Jahr gezogen hat. Diese Frage, gehe ich raus oder bleibe ich liegen? Und ich bin dann rausgegangen und der Sonnenaufgang war auch ganz nett. Der war nicht in Richtung der Stege. Das war für mich aber okay, weil ich die Stege ja schon fotografiert habe. Und mir ist aufgefallen, das war dann auch so meine Erkenntnis, dass es völlig in Ordnung ist, den gleichen Ort einfach mehrfach zu besuchen. Und man, vor allem, wenn man da schon mal schöne Fotos gemacht hat, dann hat man auch so ein bisschen diesen Druck weg, dass man diese eine Sache da fotografieren muss, die man unbedingt fotografieren möchte. Denn als ich letztes Jahr da war, habe ich primär meine Augen auf den Steg gerichtet. Und alles, was nicht in Richtung Steg war, war für mich irgendwie uninteressant. Dieses Jahr habe ich dann aber einfach bewusst mal an dem Steg vorbeigeguckt und geschaut, was ich sonst so finde. Und da habe ich dann diese hübsche Spiegelung im Wasser gesehen, bei dem tollen Sonnenaufgang. Und kurze Zeit später, als der Sonnenaufgang dann nicht mehr so rot war, habe ich dann diese Angler hier auf dem Wasser gesehen. Und das ist so ein Foto, was ich eigentlich schon länger mal vorhatte zu machen, aber irgendwie nie so recht dazu gekommen bin. Und jetzt habe ich es endlich geschafft und war sehr glücklich, dass ich doch nochmal da war, obwohl ich eigentlich dachte, ich hätte da alles fotografiert, was es zu fotografieren gab. Und das ist natürlich totaler Quatsch. Man hat nie alles fotografiert, was es zu fotografieren gibt. Aber ich schätze, viele von euch haben das auch schon mal erlebt, diesen Gedanken. Diese beiden Fotos sind Teil von meinem Minimalismus und Fine Art Landscape Video gewesen, was ich letztes Jahr veröffentlicht habe. An der Stelle auch nochmal ein richtig großes Dankeschön an alle, denn das Video schien vielen von euch gefallen zu haben. Ich habe super viele Kommentare bekommen, ich habe unglaublich viele neue Abonnenten durch das Video bekommen. Viele von euch sind dadurch auf mich aufmerksam geworden und ich bin froh über jeden Einzelnen und jede Einzelne von euch, die hier sind und meine Videos schauen und irgendwie mit mir zusammen so ein bisschen diese fotografische Reise gehen und mit mir zusammen was Neues lernen. Ich freue mich über jeden, der hier ist. Und deswegen möchte ich unbedingt auch nochmal über diese beiden Fotos sprechen, denn die Lektion von diesen beiden Fotos ist ganz klar, schau in die andere Richtung, das habe ich auch in einem anderen Video schon gesagt. Wir waren da, um dieses Schiffswrack zu fotografieren. Wir sind, nachdem wir am Hemmelsdorfer See waren, nochmal an die Nordsee gefahren. Da haben unsere Nachbarn, die hier auch bei uns im Haus wohnen, Urlaub gemacht und wir gehen öfter mal zusammen fotografieren und so sind wir dann auch an diesem Morgen zu diesem Schiffswrack gegangen und da habe ich schöne Fotos gemacht, aber vor allem als ich dann bei Sonnenaufgang in die andere Richtung geschaut habe und gesehen habe, wie die Sonne über dieses Wattenmeer geschienen hat und diese Strukturen sichtbar gemacht hat und diese Formen, die da im Meer waren, habe ich mir gedacht, okay, manchmal muss man einfach in die andere Richtung schauen. Dann habe ich es fotografiert und bin nach wie vor sehr, sehr glücklich mit dem Ergebnis. Wer mir schon länger folgt, der weiß ja auch, dass ich sehr gerne Pilze fotografiere und so habe ich das auch letztes Jahr wieder gemacht und ich habe so ein bisschen den gleichen Ansatz gewählt wie das Jahr davor auch mit so einem LED-Panel und habe das mit so ein bisschen Seitenlicht ausgeleuchtet und dann fotografiert und gestackt und das habe ich ein paar Mal gemacht und die Ergebnisse waren auch alle ganz cool, aber irgendwie auch sehr so wie das Jahr davor. Und deswegen habe ich mich gefragt, was könnte ich vielleicht ein bisschen anders machen? Und dann habe ich das LED-Panel einfach mal hinter die Pilze gehalten und denen so einen Backlight-Schein gegeben. Und so habe ich diese helle Kante an dem Hut von dem hinteren Pilz generiert. Ich bin dann mit der Kamera bewusst ein bisschen weiter runtergegangen, damit die helle Kante von dem Hut vor dem dunkleren Hintergrund liegt und nicht vor dem hellen Moos, was ich da angeleuchtet habe. Und so gibt sich so eine etwas dunklere Stimmung, die mir dann auch sehr gut gefallen hat. Und die Lektion, das ist auch die fürs nächste Foto, die Lektion ist, probier mal was Neues aus. Wenn du immer das Gleiche fotografierst, dann probier doch einfach mal das Ganze ganz anders zu machen. Und vielleicht bist du überrascht,
bei dem, was dabei rauskommt, so wie überrascht ich war, als ich das Foto gemacht habe. Und das nächste Foto, wie gesagt, geht auch so ein bisschen in diese Richtung, probier doch mal was Neues aus. Ich habe die OM5 dabei gehabt, weil das noch zu dem Zeitpunkt war, als ich die Kamera 30 Tage überall hin mitnehmen wollte. Und wir sind alle zusammen am Martinsfeuer gewesen, mit den Kindern und wieder mit unseren Nachbarn, mit dem ich auch bei dem Schiffswrack fotografieren war. Und ich habe so das Martinsfeuer fotografiert und normalerweise kriege ich bei sowas nicht so wirklich schöne Fotos hin und das ist auch okay für mich. Das sind dann oft so dokumentarische Fotos, mehr so Familienfotos und so ein bisschen von Erlebnissen, aber keine Fotos, die ich am Ende des Jahres mit in so ein Video packen würde häufig, weil die dann auch oft ein bisschen zu privat sind. Aber in dem Fall habe ich Fotos gemacht und nicht so richtig was hinbekommen. Und irgendwann hat mein Nachbar aber das Handy auf das Martinsfeuer gerichtet. Und dann habe ich dieses Foto hier gemacht. Und ich bin mit Sicherheit nicht der Erste, der so ein Handy-Display abfotografiert hat. Aber ich persönlich habe das zum ersten Mal gemacht in dem Moment. Und das hat mir einfach gezeigt, dass so eine kreativen Spielereien manchmal ganz praktisch sind, um aus einer eher vielleicht langweiligen Szene doch ein interessantes Foto machen zu können. Und was mir hier besonders gut gefällt, ist, dass man diesen jungen Mann, der die Fackel in der Hand hat, die man hier links im Bild sieht, dass man den auch auf dem Handy-Display sieht und so dieses Motiv wiederkehrend ist und dem Ganzen so ein bisschen eine andere Perspektive verpasst. Und das hat mich mal wieder darin bestärkt, dass einfach mal was Neues auszuprobieren definitiv eine valide Option ist, die ich häufiger mal wählen sollte. Wenn ihr es bis hierhin geschafft habt, dann erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, dass das Ganze nicht nur ein Jahresrückblick für mich war, sondern vielleicht auch einfach ein bisschen Unterhaltung für euch und dass euch diese Erkenntnisse und Lektionen, die ich da so bei jedem Foto hatte, euch vielleicht auch ein bisschen was mit auf euren Weg geben, denn ich weiß, dass es mit der Motivation nicht immer so einfach ist, gerade wenn es kalt ist und nass ist und viele Gründe gibt, nicht rauszugehen. Das Jahr, vor allem jetzt die Anfangszeit, wird für uns wahrscheinlich ein bisschen chaotisch. Deswegen wird es hier ähnlich wie sonst auch nicht wirklich regelmäßig Videos geben. Ich werde natürlich weiter fotografieren, wann immer Zeit ist und wann immer ich Lust habe, irgendwas zu teilen, dann wird es auch wieder Videos von mir geben. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gefällt euch vielleicht auch das Jahresrückblick-Video von letztem Jahr, denn da zeige ich auch einen Haufen coole Fotos und wie es zu denen kam. Und wie ich meine damals noch relativ neue XH2S fast gecrashed habe, indem ich sie in die nasse Wiese geworfen habe, ohne Objektiv. Also wenn euch sowas interessiert, dann schaut auf jeden Fall mal da rein. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.